Die meisten, die heute eingepfercht sind in die Alltagswelt der sogenannten Industrienationen, werden als Sklavenfessel die Armbanduhr mit sich führen und den schrillen Ruf des Weckers morgens, schon wenn sie aufwachen, sich zum Diktat nehmen. Man muss den ganzen Tag exakt pünktlich sein. Das gehört zu unserer Welt. Pünktlichkeit ist ein bestimmtes Ankommen zu der von außen diktierten Zeit. Dann hat man da zu sein, dann öffnen sich die Werkstore, dann erwartet der Chef im Büro die Ankunft seiner Sekretärin. Und genauso nach der Stechuhr muss man nachweisen, dass man pünktlich gekommen ist und auch wann man wieder fortgeht, das darf nicht die Minute zu früh sein. Alles ist da geregelt, entsprechend wieder jetzt der Leistungsforderung. Wir dürfen nie innehalten, wir dürfen nie zu uns selber kommen. Es könnte revolutionär werden. Wer es mal entdeckt, wer er selber ist, wird das nicht mehr störungsfrei und ohne Reibung außen ertragen. Sagen wir das psychotherapeutisch oder psychoanalytisch. Um die Krankheit, mit der wir die Zeit traktieren, langsam wieder aus der Seele zu streicheln, bräuchten wir alleine schon viel Zeit im Zuhören dessen, was wir Therapie nennen. Denn ihr Ziel ist ja nicht, den anderen möglichst rasch in den Arbeitsprozess zu reintegrieren, sondern das Ziel ist, dass Patientin, Patient wieder bei sich selber ankommt. Ein langes Flehen also, mal achtsamer mit sich umzugehen, sich zu fragen, was in einem selber vor sich geht, welche Träume da sind, welche wegzensierten Wünsche schon in Kindertagen, welche Gefühle unmittelbar kommen, was in einem vor sich geht, wenn man mal nicht zensiert, nicht verzweckt wird, was spontan sich meldet. Das passt vielleicht in den Alltag überhaupt nicht, aber es gehört zu einem. Also muss man die Aufmerksamkeit mal von der bewussten, nach außen ins erfolgreiche, orientierten Wahrnehmung nach innen lenken und Freiheit schaffen. Eine Erlaubnis geben, eine Asylstätte einzurichten, sich selber so wahrzunehmen, dass die innere Wahrheit auch Gestalt annehmen kann. Das braucht Zeit, weil alles, was von außen seit Kindertagen einem eingeprägt wurde, nochmal gegen die Mechanik, die sich da gebildet hat, gegen die Schuldgefühle, die anerzogen wurden, gegen den fordernden Druck des Alltagslebens, der aktuell besteht, nach und nach erlaubt werden muss. Alleine um diesen Raum zu schaffen, in dem Zeit wieder eindringen kann und von innen her sich zu regenerieren vermag, braucht man selber enorm viel Zeit. Und die muss sein, oder wir verlernen, Menschen zu sein.
In den letzten 30, 40, 50 Jahren hat die Chronobiologie, das ist die Wissenschaft von den biologischen Rhythmen, entdeckt, dass der menschliche Organismus von einem ganzen komplexen System von Rhythmen durchzogen ist. Diese Rhythmen bewirken, dass die inneren Organe dauernd Schwingungen aufweisen und dass kein einziger unserer Körperparameter stabil ist. Das heißt, wir schwingen ununterbrochen. Und dieses Schwingen ist das einzig Feste, das es im Organismus gibt. Also das einzig Fixe ist die Veränderung sozusagen. Und was wir heute erleben, ist eben, dass nicht die äußere Zeit der menschlichen Zeit angepasst wird, sondern die menschliche Zeit der Atomuhr, die also mit immer größerer Genauigkeit die Vorgaben macht, bis wann welche Dinge zu erledigen sind. Und das macht enorm viel Stress. Und wenn die Reserven da verbraucht sind, dann ist Burnout die Folge. Das heißt, das menschliche Leben hat immer Bereiche, die nicht so klar definiert sind, ob das jetzt das Arbeitsleben bedeutet, ob das die Zeitvereinbarungen sind, die man trifft. Da gibt es immer so Puffer, die in der Lage sind, dann also Krisen abzufangen, die unerwartet auftreten. Und mit der Privatisierung unseres Staates, die wir also in den letzten 10 Jahren erlebt haben, haben sehr effiziente Zeitmanager sich die Aufgabe gestellt, diese Puffer in möglichst allen Bereichen zu entfernen. Auf den menschlichen Organismus übertragen wäre das ungefähr so, wie wenn man die Gelenkschmiere aus allen Gelenken rausnimmt, weil das ja nur unnütze, nicht bewegliche Substanz ist, die also keine Funktion hat auf den ersten Blick. Also unser Herz schlägt normalerweise nicht den Takt, so wie die Maschine, sondern zeigt eine dauernde Schwingung um eine mittlere Frequenz, zum Beispiel 72 Schläge pro Minute. Und interessanterweise hat sich herausgestellt, dass je größer diese Schwingungsfähigkeit des Herzens um diesen Mittelwert ist, desto vitaler ist der Mensch. Wenn jedoch Menschen sich dauernd unter Stress setzen und sich stressen lassen oder gestresst werden von anderen, dann vielleicht noch stolz drauf sind, dass sie immer unter Stress sind, dann bewirkt es, dass dauernd Cortisol freigesetzt wird. Diese Menschen können sich dann nichts mehr merken. Ein Freund von mir, der Psychiater ist, fragt bei Managerversammlungen dann immer, ob die solche Gestalten kennen, so hohle Gestalten, die innerlich keine Merkfähigkeit mehr haben, die nichts lernen können. Und es gibt dann oft betroffene Gesichter. Das heißt, hier ist etwas gegeben, dass die Menschen dann eben die Lernfähigkeit verlieren, in gewisser Weise verblöden, wenn sie einem dauernden Stress ausgesetzt sind. Und es ist sehr anzuraten, den Managern auch, dass sie mit ihrem Stress nicht prahlen, weil ein Mediziner, der diese Hintergründe kennt, würde das dann so deuten, dass sie offensichtlich auch auf der kognitiven Seite behindert sind, wenn sie keine Merkfähigkeit mehr besitzen. Was man hier sieht, ist ein sogenanntes Chronokardiogramm. Das ist ein Überblick über die verschiedenen Rhythmen, die vom Herzschlag abgebildet werden. Und man sieht in diesem Fall einen Manager, der relativ gestresst ist. Und man sieht, dass die Nacht hier relativ wenig sich unterscheidet vom Tag, was normalerweise nicht der Fall ist. Bei gesunden Menschen schaut die Nacht völlig anders aus als der Tag. Hier unten wurde dann die Belastung gemessen dieses Menschen und man sieht hier, dass es sehr wenig Erholung gibt. Die Kurve ist durchgängig rot, was bei Menschen mit guter Nachterholung nicht der Fall ist. Da ist in der Nacht die Kurve blau und in diesem Fall ist es eben durchgängig rot. Das bedeutet, dass den ganzen Tag über und auch in der Nacht hohe Belastung auf diesen Menschen wirkt und dass er sich nicht mehr erholen kann.
Und da stellt sich heraus, dass dieser Blick auf die eigene Rhythmik unter Umständen mit sehr intensiven Selbsterkenntnissen verbunden sein kann. Das kann so weit führen, dass Menschen dann in Tränen ausbrechen, wenn sie diese Bilder sehen, und dass die Menschen sich erst bewusst werden, welchen Belastungen sie ausgesetzt sind, beziehungsweise wo Beziehungen nicht so stimmen, wie sie es gern hätten, oder wo sie sich selbst etwas vorgespielt haben, was nicht stimmt. Und die Psychologen, die damit arbeiten, die sagen uns, dass das ein Türöffner ist, weil es sozusagen seelische Vorgänge sichtbar macht. Das heißt, die Seele hat sehr viel mit der Zeit und vor allem mit der Eigenzeit des Menschen zu tun. Wenn ich aus Europa komme, wo wir gewohnt sind, unser Tun in den Vordergrund zu richten, arbeiten, Freizeit organisieren, Freunde bedienen, uns vertraute Agendas zu betreiben und dann daher wechsle, habe ich bemerkt, dass es mindestens 3 bis 5 Tage braucht, bevor es überhaupt eine Ebene gibt, aus der heraus sich etwas Inneres, Vertrautes wieder zeigen darf, nämlich eine Seinsform, in der die Zeit nicht erfahrbar ist. Diese nicht erfahrbare Zeit ist gleichzeitig verbunden mit einem tiefen Frieden, einer Verfügbarkeit für Dinge, die dich mitnehmen. Das Angebot hier im Urwald ist, dass du da und mitgenommen wirst. Du wirst mitgenommen von dem Wind, der dich umgibt, von den vielen immerwährenden Stimmen der Tiere, des Wassers. Es gibt so eine Chance, dass du dich permanent vergrößerst, permanent in eine Wahrnehmung deiner selbst kommst, die in unserem zeitbesessenen Denken so nicht möglich ist. Und die Möglichkeiten, die wir in der westlichen Welt so sozusagen uns eröffnet haben, ist noch schneller, noch schneller und noch schneller. CERN wird noch schneller und wir werden die Lichtgeschwindigkeit erreichen. In Wirklichkeit ist es die große Sehnsucht jedes einzelnen Menschen, den Tod zu erwischen. Das ist das einzig Interessante jedes Lebens. Und es ist egal, ob wir uns in der Idee befinden, viele Leben zu haben oder nur ein Leben zu haben oder kein Leben zu haben.
Ich denke wirklich das, was den Menschen zutiefst innerlich traumatisiert, quält und nicht auslässt. Das ist diese vermaledeite Geschichte mit dem Tod, den wir auf einer gewissen Ebene, ich wage mal zu sagen, für irreal halten. Da es aber keine Möglichkeiten da wir keine Möglichkeiten so in der Hand haben, um das zu beweisen, ergibt es so eine Rennerei, eine verzweifelte Suche. Es ist wie ein Wahn, ja? Wenn ich noch mehr arbeite und noch schneller renne und noch mehr Geschäfte mache, dann ich werde es dann schaffen, dem Tod davonzulaufen. Diese Auseinandersetzung mit dem Tod ist das Geschenk des Lebens an uns. Wenn wir das wieder zurückholen, täglich, stündlich, sekündlich über dieses Phänomen Leben, Tod nachzudenken, zu fühlen, was es ist, dann ist das ein guter Begleiter wieder zurück zu dem Phänomen des Aufgehobenseins, des puren Seins. In einer gewissen Art und Weise muss man es wieder aushalten lernen. Stillhalten lernen. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿A la muerte? No, en absoluto. A veces yo digo, ya es tiempo, ya debo morir. Pero ustedes dicen, no todavía. Pero yo considero que no hay esa muerte completa, que uno va a desaparecer totalmente, no. El cuerpo sabemos que es hecho de barro y a barro se va a formar, se va a transformar, ¿no? Y lo que vale es el espíritu, que va a habitar en un lugar donde están todos los que mueren. Ahí se transforman y se transforman en luz. El chamanismo nos enseña a comprender esto. Y por eso es que yo con ustedes y con todos los que conozco voy a estar allá juntos. No es para alegrarme simplemente, sino que es una ley de Dios. Es una ley. Y que muchos no comprenden. Muchos no comprenden. Si un niño muere todavía no ha hecho nada, pero le tocó eso, morir, y se va a transformarse allá en luz. Yo creo que es así, según mis visiones que tengo en nuestra medicina que tomamos. Ein weiterer großer Kurs an Identität
Es liegt am Aschila, auch in dem heutigen Bihar. Und gut, das heißt, wir haben zwei Traditionen der Origin, also zwei Traditionen der katholischen Lehre, eine in Pali erfasst, heute allgemein als Theravada bekannt, und eine in Sanskrit verfasst, im Ostsanskrit eine tibetische, chinesische übertragen. Und nach der Sanskrit-Tradition hat der Buddha drei wesentliche Gruppen von Unterweisung gegeben, das sind die man auch drei Dharma-Räder der Lehre nennt, drei Dharma-Räder nennt. Im ersten Rat hat er wirklich die Sutra von den vier edlen Wahrheiten gelehrt. Dann das zweite Rat der Lehre beschäftigt sich mit der sogenannten Vollkommenheit der Weisheit. Und was aber wichtig ist zu verstehen, wenn man jetzt diese Frage stellt, ob vor allem das zweite und dritte Rat der Lehre überhaupt authentische Lehre des Buddha sind, es ist zu beachten, dass Folgendes erklärt wird, dass der Buddha einmal Lehren in der Öffentlichkeit gegeben hat. Das sind insbesondere die Lehren von den vier edlen Wahrheiten und andere, die in der Sanskrit-Tradition zum ersten Rat der Lehre gezählt werden. Und das heißt, der Buddha hat direkt in der Öffentlichkeit zu Menschen gesprochen, obwohl das auch Götterwesen erwähnt werden, die da anwesend sein sollten, wie Nila und Brahma. Aber es ist in öffentlicher Weise, wie entsprechend auch erstmal möglich und dann später auch schriftlich niedergelegt worden. Für das zweite und dritte Mal der Lehre heißt es aber, dass der Buddha dies nicht in der Öffentlichkeit gegeben hat, sondern von einer ausgesuchten Zuhörerschaft. Das waren Menschen mit tieferen spirituellen Erfahrungen, die in der Lage waren, auch so eine göttliche Bodhisattvas zu sehen, mit ihnen zu kommunizieren, die für das gewöhnliche Auge nicht sichtbar sind. Hier draußen in der freien Natur fühlt sich Zeit anders an. Zeit fühlt sich wie Raum an. Es ist so von wegen, dass mit jedem Gedanken, der von uns kommt, der Raum begrenzt wird. Wir sind nur noch mit unserem Kopf verbunden. Wir nehmen uns selbst den Raum immer weniger wahr. Wir Menschen können in der Tat genauso viel lieben, wie der Himmel weit ist.
Ich habe mich ja, wie gesagt, vor gut einem Jahr quasi entschieden, halt aus meiner bisherigen Wohnung quasi auszuziehen, ja, um sozusagen, um mit diesem Zeitfreiraum zu nehmen, eben dieses Buch schreiben zu können. Bin halt in dieses Zelt sozusagen gezogen. Und es war nicht mal eine ideologische Vorstellung im Sinne von, ich will da jetzt ins Grüne hinaus, oder das ist quasi so eine hippie-grüne Ideologiesgeschichte, sondern es war einfach klar auch wieder kalkuliert, damit ich diese Zeitraum nehmen kann, brauche ich ein anderes Budget. Oder darf nicht so viel Geld quasi verbrauchen für das Schreiben, was nicht auch wieder so eine Geschichte ist. Ja? Also dass man glaubt sozusagen, wenn ich schon was tue, was unter Anführungszeichen Freizeit ist, dann darf ich aber auch fast nichts an Geld verbrauchen dabei. Dann muss es quasi eine, dann muss man quasi ein Zelt leben sozusagen. Und das ist natürlich auch eine gesellschaftlich auferzwungene oder auch übernommene Vorstellung, dass das eben halt so ist, dass ich nichts, was scheinbar eben nicht verwertbar und nicht kalkulierbar ist, in Saus und Braus machen darf. Was ganz wichtiger Punkt ist dass sozusagen, das Verlieren der Struktur, also dass ich weiß nicht, wer ich bin, ja. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ja? Ich weiß nicht, was es bringt oder wo das hinführt, was ich tue. Quasi, ja? Das Ding, was uns so wahnsinnig viel Angst macht, ja? Was wir immer versuchen zu vermeiden im Sinne von, dass es bloß nicht auffällt, dass wir gerade irgendwie gerade nichts tun, dass es niemand mitbekommt, dass wir verletzbar sind, dass das aber die Grundvoraussetzung dafür ist, um überhaupt natürliche Prozesse wie die Integrität, die eigene Authentizität zu entwickeln, eine eigene Sprache zu entwickeln, überhaupt Entwicklung generell, ja, ist etwas, was dieses geschützte, nicht definierte, nicht bestimmte, also einfach mal keinen Beruf haben, ja, einfach mal sagen, ich weiß nicht, was ich mache, ich weiß nicht, wer ich bin, ja, vielleicht bin ich irgendwie Becker-Grafik-Filmkonstrukteurs-Manager-Clown oder irgendwas in der Richtung, ja, irgendwas so in der Richtung ist es, ja. Quasi. Also dieses wirkliche, da komplett durchzugehen durch das. Ja? Und die Erfahrung ist halt die, dass da eigentlich die spannenden Sachen passieren und die spannenden Sachen entstehen und alle kreativen Prozesse blühen erst auf eigentlich in diesen Phasen des Nicht-Konkreten, des Nichtwissens. Also auch ein ganz schlimmer Vorwurf immer von Wirtschaft, das ist ja nicht konkret. Das können wir ja nicht brauchen. Wofür das denn hin und so weiter und so weiter. Und das ist das, was bei uns halt austrocknet. Ja? Und die ganze Kraft, die ganze Energie, Entfaltungs-, Gestaltungsmöglichkeiten, auch die ganze Brillanz und Genialität eines Menschen, ne? kann nur wachsen, wenn es möglich ist zu sagen, ich hab nicht den blassesten Schimmer und ich halte das aber aus. Also ich bleibe hier, sitze in einem Zelt und halte das aus. Ja? Ich halte es aus, dass die Leute denken, er ist wahnsinnig, er ist verrückt, er ist asozial, ja? Und er bringt nichts in die Gesellschaft ein und wenn wir noch Gaskammern hätten, würden wir sie jetzt benutzen. Ja? Und das auszuhalten und das noch in familiärer Ebene, in freundschaftlicher Ebene, wirtschaftlicher Ebene, das ist das Ding, das ist das, was das ausmacht. Ja? Und es ist am Anfang schwer, du gehst dir dieses Ding durch, du weißt nicht, wer du bist, du verlierst dich immer wieder, fängst neu an, gehst durch den Prozess, den jeder Baum durchläuft, ja? Jede Lebensform durchläuft. Und am Ende entsteht das, was dir eigentlich näher ist, ja, was dir viel näher ist und was anders geht's nicht. Alles andere ist fremdbestimmt. Alles andere ist, wir sagen, wer du bist, wo du hingehörst, wie lange du leben darfst, wann du das machen darfst. Du darfst, bis du irgendwie 20 bist, darfst du jung und dynamisch sein, dann darfst du irgendwie noch bis 50 darfst du noch Sex haben, danach bist du nicht mehr, dann bist du nur noch so Altersheim und bist noch als Wähler zu gebrauchen für konservative Parteien. Das ist die Disneyland-Vorstellung von Leben, in der wir leben. Du fällst unten raus und wirst wie so eine, also wie in Matrix, also als Batterie verwendet quasi. Du musst als Batterie quasi als Energiespender für das System darf an dir saugen, quasi deine ganze Lebenszeit aussaugen und dich danach wegwerfen, das ist deine Funktion, Punkt, das war's. Ja? Den Sinn des Lebens gibt es nicht, das ist deine Bestimmung.
dieses instinktive Wissen, wann der Zeitpunkt ist. Ja? So wie, was ich, wie jedes Tier weiß, okay, jetzt kommt die, jetzt ist die Geburtsphase, jetzt geht's los, ja? Jetzt kommt irgendwas sozusagen. Die verlierst du ja dadurch, dass die Zeiteinteilung von außen kommt. Also dadurch quasi kannst du ja gar nicht mehr auf die innere Stimme hören, sondern die Leute sagen ja, ich muss ja funktionieren. Ja? Ich muss funktionieren. Und deshalb höre ich irgendwann nicht mehr oder habe nicht mehr den Bezug zu dem, was zeitmäßig eigentlich, was eigentlich der richtige Moment ist. Und das ist etwas, was die Leute kaputt macht, ja, und was uns auch dazu bringt, dass wir auch nicht sagen, okay, jetzt ist Schluss, ja. Jetzt ist irgendwie eine Entwicklung, die zu Ende ist, ja. Dass man sagt, okay, gesellschaftlich oder privat, es ist jetzt irgendwas zu Ende. Und ich erkenne, dass es zu Ende ist und dass es jetzt reicht. Und deswegen ändere ich das jetzt und sage, es ist jetzt meine Zeit, was Neues zu machen. Und das tun wir nicht, weil wir von außen quasi definiert bekommen, wie jetzt was, es ist ja noch nicht Urlaub. Oder das ist ja, also das ist doch jetzt nicht da, wieso, warum denn jetzt gerade? Quasi. Und das ist so, das ist das Ding, wo das auseinanderklafft. Ja, eben. Wer will Unsicherheit und Unvertrauen aushalten? Genau deshalb geht man wieder zurück oder die Gewohnheit nimmt einen wieder. Und man macht das Spiel. Das Spiel, ohne dass man spielt. Also spielen kann man eigentlich erst, wenn man dissoziiert ist und der Ausgang darf so oder so sein. Aber wenn man da drin ist, hat man genaue Vorstellungen und man hat Regeln, nach denen man das Spiel bestimmt. Es ist ein Herauskommen aus einem Eingesperrtsein, was man aber schon für den einzigen Aufenthaltsort hält, wenn man dort drinnen ist, weil man eben das andere nicht kennt. Und in meinem Fall war eine sehr entscheidende Erfahrung ein Unfall. Eine außerkörperliche Erfahrung, also das Unfallsgeschehen lief ab und ich war Beobachter von dem Unfallsgeschehen und ich war nicht identifiziert, sondern ein Beobachter von außen, als würde ich einen Film angucken. Aber gleichzeitig natürlich habe ich es erlebt, aber emotionslos. Also nicht irgendwie panisch oder, sondern so, das findet jetzt so statt, ja. Und das war eine der sehr starken Dissoziierungen von mir selbst und was ich für mich und mein Leben gehalten habe. Es bedarf eine Form von Unterwerfung an die Führung des Lebens. Es ist eine Form, ja, was wir Hingabe nennen. Ja, aber das ist wirklich auch etwas, was nicht sofort passiert, sondern es passiert immer ein bisschen mehr und dann zieht es sich wieder zurück und dann vielleicht noch wieder ein bisschen mehr. Es ist im Prinzip ein kontinuierlicher Prozess, aber es erspart keinen, der von diesem Weg genommen wird, die Auseinandersetzung mit allen Abgründen sämtlicher Gefühle. Machen mal einen Retreat oder mal eine Auszeit im Kloster oder wandern den Jakobsweg oder was es da so gibt. Das sind ja auch viele gute Dinge, die schon mal Impulse geben und Inspiration vermitteln. Aber wer möchte in dieser Ausschließlichkeit
sich schlucken lassen. Wo es doch so schön ist, auch so schön ist, so ein wunderbares Ego zu haben. Ja? Alle Welt hat daran gedreht, ja? Die Eltern, die Lehrer, wir haben es unterstützt, wir bauen es aus, wir feilen daran, wir entwickeln es immer weiter. Und dabei ist es noch nicht mal so, dass der Charakter verschwindet nicht. Wenn sich diese Welten oder diese Ebenen verbinden, ja, die Quelle, der Ursprung, eben dass da immer wie ein Wind durch das Leben geht. Diese Kräfte entwickeln Potenzial an Stellen, in Bereichen, wo man es überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Ja, also da hätte man nicht geforscht, weil man wurde schon festgelegt von dem Lehrer auf mathematisch begabt. Und man hätte bestimmt nicht dort Inspiration gesucht. Entfaltung bis zum letzten Atemzug. Und natürlich auf der einen Seite atmen allein genügt. Aber wer bitte möchte das experimentieren, dass Atmen wirklich allein schon genug ist? Da gibt es so viele Menschen, wenn sie eine Stunde nur auf den Bus warten müssen, dann haben sie so viel verpasst. Dann haben sie keine Vorstellung mehr, was Gelassenheit überhaupt ist. Atmen soll allein schon genügen? Nein. Also wenigstens noch eine Fortbildung oder noch eine Reise oder eine Eheschließung oder noch ein Kind oder essen gehen oder noch ein Zertifikat. Oder ich meine, wo sind wir unterwegs? Immer mit diesen noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Diese Gier, die existiert, man kann sie ja kultivieren. Die Gier muss man auf die, vom Ego, macht das Ego, auf die gute Schiene schicken. Ne? Und das ist dann die Reise No Limit auf der Raumebene, der offene Raum, die Leere, da ist No Limit. Ja? Sobald ich die Gier oder die Sehnsucht auf der materiellen Ebene laufen lasse, dann ist es selbstzerstörerisch. Also ich brauche eine gute Verbindung zwischen diesen beiden Polen, ne? Zwischen Himmel und Erde. Es ist wie ein Paradox, diese beiden Ebenen, diese Punkte müssen zusammenkommen. Licht und Schatten, das ist wirklich paradox. Gleichzeitig bin ich hier und gleichzeitig bin ich dort. Und ich habe nichts dagegen, wenn es sich ein wenig mehr hier abspielt und auch nicht, wenn es sich ein wenig mehr hier abspielt. Und wieso es wo stattfindet, liegt nicht in meiner Hand. Das ist jetzt wieder die Hingabe an das, was größer ist als ich, was mich führt.
Stille ist nicht leise. Stille ist etwas, was wir erzeugen müssen als Adapter für den Stille-Sender, sagen wir mal. Es gibt einen Sender, der nur aus der Stille heraus senden kann. Und ich muss dieses selbe Schwingungsmodul herstellen, dann erfahre ich auch was aus der Stille. Also es ist nicht fürchterlich, es ist interessant. Stille suchen. Ich glaube, das läuft so parallel nebeneinander, diese Erkenntnis, die Unwiederbringlichkeit der Zeit. Das läuft automatisch nebeneinander, immer wieder, ob man jetzt 50 ist oder 70 oder 80 oder mehr. Das ist also ein Status quo. Und ist auch gleichzeitig ein Korrelat zum Verhalten gegenüber der Zeit. Man verhält sich anders, wenn man das erkennt. Es soll natürlich nicht sentimental überlagert sein, dass man sagt, Jesus, jetzt bin ich schon 85 und es ist nicht gut. So soll man es nicht sehen, sondern sagen, jetzt bin ich so alt, was passiert mir jetzt noch Schönes? Das ist die wichtige Einstellung, auch wenn einem manchmal etwas nicht Schönes passiert, dass man ins Spital kommen muss mit einer Operation oder was weiß ich. Das ist ganz natürlich, da soll man sich gar keine großen Gedanken machen darüber. Aber es ist eines, man weiß, man lebt nicht ewig. Das ist ja der Grundkern von diesen Zitaten. Und es ist natürlich auch nicht uninteressant, weil im weitesten Sinn knospet eine Hoffnung, eine kleine, was ist nachher los? Wenn mich die Zeit überholt und zuschlägt, das ist dann interessant, weil da kann man sehr neugierig sein oder die Neugierde kultivieren. Ja, die kommen größtenteils aus dem praktischen Leben. Man geht herum als neugierig. Neugierig ist ganz wichtig. Auch im hohen Alter neugierig sein. Das ist eine Stärke, die wir haben. Und da finden sich verschiedene Parameter oder Informationen, die man wahrnehmen soll oder muss. Und spürt, die sind also adäquat auf mich zugeschnitten. Vielleicht, da kann ich was draus machen, das ist irgendetwas. Meinetwegen, ich mache ein Museum auf oder ich mache eine Jazzband auf oder so irgendwas. Ne? Das sind dann sehr rasche Umsätze, das ist möglich und das wird einem auch dann geholfen. Von welcher Institution her, weiß ich nicht. Aber es wird einem bei Umsetzung oder Realisierung der Träume geholfen. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl, man ist nicht allein. Es ist wer da, der einen führt und sagt, dort und leitet einen sozusagen Leitsystem. Weil es gibt Informationsqualitäten außer uns, die sich mitteilen wollen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist es aber nicht. Es ist sehr praktisch und vernünftig. Und diese Informationen sind also dazu gedacht, uns auf unserem Weg weiterzuhelfen, der uns empfohlen wurde oder wird.
Es ist, ich kriege Empfehlungen, Rezepte kriegen wir, alles Mögliche. Es ist ja wirklich viel da Material. Man sollte es nicht links liegen lassen oder nicht wichtig nehmen, sondern sehr wohl wahrnehmen, dass man eingeladen ist, einen Weg zu gehen. Man ist leidbegnadet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man ist leidbegnadet. Man bekommt wirklich ein schweres Problem vorgesetzt. Das ist eine Gnade, dass man damit umgeht und lässt sich ein bisschen formen dadurch. Es kommt was Gutes heraus. Eine Gesundung. Ich meine nicht körperlich, sondern auch im Denken. Weil man weiß, man muss jetzt da dranbleiben und durchgehen durch dieses Gestrüpp, was da jetzt sich auftürmt. Leidbegnadet, das ist ein Wort, was man sich merken soll. Also man sollte vielleicht wissen, dass das Gehirn des Kindes in seiner Entwicklung am Anfang nicht in der Lage ist, Zeitstrukturen von anderen Menschen wichtiger zu nehmen als die inneren Impulse. Weil die ersten 6 Lebensjahre das Mittelhirn regiert und so zunehmend erst ab dem 6. Lebensjahr das Großhirn so richtig in manchen Aspekten stärker werden kann als das Mittelhirn. Was dann erst so richtig ausdifferenziert, so bis zum 20., 30. Lebensjahr. Und das ist auch der Grund, warum in allen Kulturen der Erde Kinder ab dem 6. Lebensjahr einen Wandel haben in ihrer Aufgabe in der Gesellschaft. Und das ist schon sehr natürlich auch, dass wir Kinder zum Beispiel ab 6 in die Schule stecken und nicht ab 5 oder 4. Also weil dann bei dem Durchschnitt der Kinder diese Hirnreifung so weit vollzogen ist, dass sie überhaupt in der Lage sind, Ziele höher zu stellen als Impulse. Und hier wird es jetzt wirklich spannend. Inwiefern drücken wir Menschen und Kindern etwas auf, was nicht ihre Ziele sind, oder inwiefern involvieren wir sie in unsere Ziele oder unterstützen wir sie, ihre Ziele zu erreichen? Ja, ich denke schon, dass wir unsere Kinder dazu erziehen, in diese neue Religion einzutauchen, die Wirtschaftsreligion. Und das muss nicht das Ziel des Kindes sein. Das könnte durchaus sein, dass es oft unsere Ziele sind, wie es halt so ist. Und dann reden wir von der Entwicklung eines falschen Selbst in der Psychoanalyse. Also im Unterschied zum eigenen Selbst, das seine eigenen Ziele entwickelt und verfolgt. Aber wenn ich ein falsches Selbst entwickle, dann bin ich quasi programmierbar durch Medien, durch Werbung, durch Arbeitgeber,
Und das ist schon auch praktisch. Deswegen gibt es wahrscheinlich so viel Werbung im Kinderbereich. Wir wissen ja heute, dass, ich glaube, es sind 4-mal mehr Milliarden Euro für Kinderwerbung ausgegeben wird, als für Erwachsenenwerbung. Und es wird auch sehr viel beworben, dass Kinder schon ab der Geburt irgendwelche DVDs schauen sollen und so. Wir wissen auch, wie schädlich die sind, aber die Leute wissen es nicht. Und ich denke, wir fangen sehr früh damit an, unsere Kinder zu erziehen, nicht zu tun, was in ihnen steckt. Zum Beispiel zu Weihnachten. Wir schenken ihnen so viele Geschenke, dass sie ganz sicher über ihre Grenze gehen, damit sie nicht bei dem bleiben, was ihnen gut tut. Und das ist eine gute Erziehung zum falschen Selbst, zum Konsumzwang zum Beispiel, aber zu jeder Sucht überhaupt. Wenn es mir gut geht, dann weiß ich, was ich weiß, nämlich dass Kinder vor allem einen gewissen Teil nachleben von dem, was ihre Eltern leben. Das heißt, die größten Risiken sind damit eigentlich schon gebannt. Ich sitze nicht 8 Stunden vor dem Computer und auch nicht vor dem Fernseher und ich bin ja nicht unkritisch beim Einkaufen oder. Und ich glaube auch einigermaßen, mein falsches Selbst weitgehend abgelegt zu haben. Und das bedeutet, dass die Kira zum Beispiel, meine Tochter, von uns das übernehmen wird. Ganz implizit, ohne dass man darüber reden muss. Durch das tägliche Erleben von unserem Umgang mit der Welt, wie Kinder das ja immer tun. Und ich merke auch, dass es immer wieder Informationsbedarf gibt. Die sind in den ersten 3 Schulwochen, jetzt ist sie in der 3. Schulwoche ihres Lebens, sind die mit Werbung überhäuft worden? Unglaublich. Die haben von den Banken Rucksäcke gekriegt, damit Sparbücher öffnen. Sie haben Karten gekriegt für irgendwelche Veranstaltungen, wo sie angeblich was billiger kriegen, aber immer nur, wenn sie auch da und dort ein Konto oder sonst was haben. Die ist mit Werbung überschüttet worden. Völlig unkritisch wird es in der Schule ausgeteilt, so als gäbe es da kein Problem damit. Sie werden mit Süßigkeiten überhäuft. Alles am Anfang dieses Lebensabschnitts. Das ist unsere Initiation. Finde ich nicht so klasse. Also, und da weiß sie natürlich nicht, dass sie schon wieder manipuliert wird. Also so viel ist natürlich im 6. Lebensjahr nicht möglich an Kommunikation zwischen mir und ihr. Ich kann ja nicht, ich will ja nicht jeden Rucksack schlecht machen, den sie geschenkt kriegt von einer Bank. Sondern ihr mehr die prinzipielle Kritik beibringen. Es geht weder um den Rucksack noch um die Bank, es geht um die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Dass wir sie als Medienobjekte, als Werbungsziele verwenden, statt drauf schauen, was tut ihnen gut. Heute gibt's exklusiv für Vorteilsclub-Mitglieder -25%, aber nur heute am 26. Jänner. Denn heute gibt es -10% auf alles, ab dem Kauf von 2 Produkten. Am schönsten jeden Tag. -10% auf Ihren Einkauf, aber nur noch heute und am Montag. -10%. Das -25%-Wochenend ist da. Nur noch heute.
Warum? Ja, das ist der Suchtcharakter. Es geht ja am Alkoholiker auch nicht besser, wenn er immer wieder sich betrinkt. Und so ähnlich scheint es mit dieser Konsumschiene zu sein, dass wir suchen natürlich was, weil uns viel fehlt. Und man denkt sich dann, in so einem Supermarkt, wo so viel gibt, müsste was sein, was mir diesen Mangel beheben hilft. Und dann verbringe ich viel Zeit, um das zu suchen, was meinen Mangel stillt, und gehe meistens leer heim, aber mit volle Sackerl. Und dann gibt es natürlich ganz starke manipulative Kräfte, die auch sehr schnell entwerten, was ich habe, und mir sagen, du brauchst was Neues. Und die manipulativen Kräfte werden ja von Jahr zu Jahr stärker. Wir haben einen unglaublichen medialen Einfluss, den wir uns nicht entziehen können. Und es wäre naiv zu glauben, dass es autonome Individuen gäbe, die sich dem völlig entziehen könnten. Ganz abgesehen also davon, dass Kinder das noch viel weniger können. Die Geschichte des Marketing zeigt ganz klar, dass es richtige Werbefeldzüge gibt und dass je mehr Werbung, also auch desto mehr Verkauf. Ja? Also das wird gemacht, der Absatz wird gemacht. Und es gibt zudem noch so etwas wie böse Objekte. Dieser Begriff wurde ausgehend von einer Konsumkritik von Ivan Illich entwickelt. Und der Ivan Illich hat gesagt, alles, was dazu führt, dass ich noch mehr brauche, also ist schlecht für die Menschen. Das heißt, ich kaufe mir einen Computer, dann brauche ich ein Programm, dann brauche ich CDs, dann brauche ich neue Programme und so weiter. Also da führt eins zum anderen. Oder ich kaufe mir einen Staubsauger, dann brauche ich Staubsaugersäcke. Oder ich kaufe mir eine Nespresso-Maschine und brauche ständig neue Kapseln und erzeuge noch mehr Abfall und so weiter. Sowas hat Ivan Illich also verworfen. Er hat gesagt, das führt eben zur Maßlosigkeit und schadet allen. Und so etwas wäre ein böses Objekt. Das heißt, es vermehrt meine Bedürfnisse und macht mich außerdem abhängig. Auch das ist ganz interessant, dass ihr Erlebnisse sozusagen im Leben eigentlich gar nichts bringen, wenn ich sie nicht mehr verarbeiten kann. Das, was das Leben wirklich bereichert, sind Erfahrungen. Und Erfahrungen entstehen dadurch, dass ich Erlebnisse verarbeite, integriere und daran wachse oder mich irgendwie verändere, transformiere. Und diese unglaubliche Beschleunigung, die ich auch als Pointillismus beschrieben habe, ist ja mit andauernden Erlebnissen also dann ein Zustand, wo ich überhaupt nichts mehr verarbeite, sondern mich nur noch ablenke davon, über irgendwas nachzudenken. Und das wäre das, was gern so flott als Erlebnisgesellschaft bezeichnet wird. Und das ist ein Begriff, den ich ablehne, weil er auch was Falsches suggeriert. Es ist auch meines Erachtens gar nicht wahr, dass die Menschen einfach Erlebnisse sammeln können, endlos Erlebnisse sammeln und sich dadurch eben glücklich und bereichert fühlen. Sondern ich würde eher sagen, wenn das der Fall wäre, dann ist das ein Suchtverhalten, um sich vor den grundsätzlichen Lebensfragen abzulenken. Und solange ich aber das tue, hindere ich mich selbst daran, wirkliche Erfahrung zu machen und was zu begreifen. Und dass ich nichts begreife, dafür sorgen die unendlich vielfältigen Konsum- und Erlebnisangebote. Und je weniger ich begreife, desto mehr muss ich konsumieren. Da steht ein bekannter Wunsch, das heißt, man will aus Problemen oder aus der Not, die man im Augenblick hat, flüchten und glaubt, die irgendwo anderswo zu finden. Das heißt, das Glück ist immer anderswo. Ne? Und da fällt man natürlich in alle möglichen Fallen hinein und hat heute natürlich, es gibt ja noch etwas Zeites dazu, dass uns auch die Zeit stiehlt, das ist das Fernsehen.
Das heißt, im Fernsehen tauchen Leute auf, die man sonst wahrscheinlich hochkantig aus der Wohnung schmeißen würde, unangemeldet und erzählen ihnen, welchen Ramsch man irgendwo kaufen kann. Und dann nimmt man das Auto und fährt dorthin. Das heißt, wir werden auch geistig verführt, indem uns die Zeit überall gestohlen wird. Das heißt, man muss sich dagegen schützen. Der Autofahrer ist ein anderes Lebewesen. Also er unterscheidet sich ja vom Menschen grundlegend. Der Mensch ist ein aufrechtgehender Zweibeiner, der Autofahrer ist ein hockender Vierbeiner. Also er braucht ja alle seine vier Gliedmaßen, damit er sich mit dem Auto bewegen kann, das ist das eine. Das zweite, er sitzt in einem geschützten Raum. Das heißt, er fällt im Wesentlichen in der Evolution zurück, eigentlich unter die Stufe der Insekten. Autofahrer sind vom Menschen weiter entfernt evolutionär als Insekten. Man kann das auch relativ leicht festmachen. Es gibt keine Insekten, die sich im natürlichen Umfeld so schnell bewegen, dass sie sich selbst töten. Die Autofahrer machen das. Es gibt keine Insekten, die die Lebensräume ihrer Nachkommen aus eigener Bequemlichkeit zerstören. Die Autogesellschaft macht das und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die diese Hypothese sehr stützen. Und die Kommunikationsform des Autofahrers ist ja ähnlich der Insekten, Hupen und Blinken und ähnliche Geschichten. Mit dem Auto kann man überhaupt nicht Zeit sparen. Erstens einmal muss man sehr viel Zeit aufwenden, damit man sich das Auto kaufen kann. Würde man zu Fuß gehen, hat Ivan Illich schon seinerzeit ausgerechnet, käme man in einer schöneren Umwelt genauso weit, wie man später mit dem Auto fährt. Ist heute nicht mehr der Fall, weil die Umwelt auch nicht mehr so schön ist und viele Autobahnen da sind. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann durch die Erhöhung der Geschwindigkeiten im Verkehrssystem keine Zeit sparen. Die Mobilitätszeit ist eine ziemlich harte Systemkonstante. Das heißt, wenn in einem System die Geschwindigkeiten erhöht werden, verändern sich die Strukturen. Man hat weniger in der Nähe und das, was früher in der Nähe war, konzentriert sich irgendwo in der Ferne. Also ein Beispiel. Man hatte früher seine Freunde, seine Spielmöglichkeiten, die Geschäfte und Arbeitsplätze in der Nähe. Die sind heute weg, dafür steht das Auto da. Mit dem Auto ist man schneller unterwegs, dafür gibt es weiter entfernte Einkaufsmöglichkeiten, keine Spielmöglichkeit, man muss hinfahren und die Arbeitsplätze sind ebenfalls weg. Das heißt, die Autos verändern oder die schnellen Verkehrssysteme verändern die Strukturen. Der Fußgänger macht den Menschen mächtig, das Auto macht die Konzerne mächtig. Und die Konzerne stehlen uns die Zeit. Immobilität, nämlich physische Immobilität, ist zwangsläufig zukunftsfähiger, logischerweise, weil wir weniger Energie verbrauchen, weniger Ressourcen vergeuden, weniger Umwelt verschmutzen, rücksichtsvoller zur Gesellschaft sind. Immobilität heißt ja nicht, dass ich festgebetoniert bin, sondern dass ich mich mit eigener Kraft zu Fuß in einem angenehmen, lebenswerten Umfeld sozial verträglich und hoffnungsfroh bewegen kann.
Neubeginn. An diesem Ort. Es ist das Schöne an den Erkenntnissen, dass wenn man wieder mal eine Erkenntnis gewinnt, dann so viel anders wird. Es geht nicht mehr so weiter, wie es vorher war. Es ist die nächste Stufe, wo auch immer diese hinführt. Und ohne zu sagen, die nächste Stufe ist besser oder schlechter, es ist einfach eine andere Stufe und eine andere Ebene. Und ich habe so diese große Sehnsucht gehabt, diese Entscheidungsunsicherheit zu transformieren. Weil in der Unsicherheit der Entscheidung und im Verweilen an den Wegkreuzungen so unglaublich viel Energie drauf geht. Energie, die viel besser genützt wird, indem man den Weg geht oder auch einfach verweilt, aber absichtslos verweilt, ohne von ihren Gedanken gefangen zu sein. Ja, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Warum? Ich bin aufgewacht mit dem Lied von Eddie Vedder, Rise Up, im Soundtrack von dem Film Into the Wild. Und ich habe das Lied schon dutzende Male gehört. Aber heute ist ein Satz so richtig eingefahren. Und der Satz lautet: I find my direction magnetically. Ich finde meine Richtung wie vom Magnet gesteuert. Seit 5 Jahren bin ich immer wieder zu Fuß unterwegs, ohne fixes Ziel. Es war die große Vision nach meiner ersten Wanderung, die mich von Österreich bis nach Tokio geführt hat, die sehr zielorientiert verlaufen ist, ohne Ziel in die Welt hinauszugehen. Ich habe das lange Zeit geglaubt, dass ich das wirklich gemacht habe, aber habe mir da, glaube ich, auch was vorgemacht, weil ich mich dazwischen immer wieder an kurzfristigen Zielen angeklammert habe, fast festgehalten habe. Selbst wenn dieses kurzfristige Ziel scheinbar nicht meinem Weg entsprochen hat. Und heute die große Erkenntnis: I find my direction magnetically. Ich finde meine Richtung wie durch einen Magnet angezogen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich bereit bin, meinen Weg zu gehen und anzunehmen, meinen Weg zu gehen, werde ich zum Weg und es gibt überhaupt keinen Zweifel mehr, wie ich mich entscheide. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, hat Antonio Machado einmal geschrieben, ein spanischer Dichter. Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen. Ein großes Thema beim Gehen ohne Ziel und beim Leben im Jetzt ist für mich das Vertrauen. Ein Plan, ein Ziel vermittelt einem oder mir doch immer wieder eine gewisse Sicherheit. Wenn man sich was ausmalt, sich vorstellt, wie etwas sein wird und insofern die Zukunft dann in einen gewissen Rahmen
bringt. Und so das Leben voll im Augenblick erfordert für mich ganz stark das Vertrauen. Und da kommen zwei spannende Themen dazu. Wenn der Augenblick großartig und fantastisch ist, ihn nicht festzuhalten wollen, sondern sich wieder voller Vertrauen in den Fluss des Lebens zu begeben. Wenn der Augenblick vielleicht eben auch nicht gerade so im Fluss ist und man von einem Zweifel begleitet wird oder von einer Traurigkeit, zu vertrauen, dass der Weg trotzdem passt und sich auf den Weg einzulassen. Wer soll dir vertrauen, wenn du dir selbst nicht vertraust? Ist so ein Satz, der mich seit ein paar Jahren begleitet. Das Vertrauen. Es gibt so eine Geschichte aus dem alten vedischen Indien, wo ein Apfelbaum am Ufer steht und der See ganz still ist und der Apfelbaum spiegelt sich im Wasser. Und die Geschichte ist symbolisch für die spirituelle und für die materielle Welt. Der Apfelbaum verkörpert die spirituelle Welt und die Spiegelung die materielle Welt. Und in der Geschichte geht es so weiter, dass ein Mensch ans Ufer kommt und in der Spiegelung die roten Äpfel am Apfelbaum entdeckt und voller Begeisterung in das Wasser hineingreift. Und natürlich keinen Apfel pflücken kann und im Gegenteil dazu auch noch die ganze Spiegelung zerstört hat. Und es ist so ein Symbol dafür, wo die materielle Welt im Hintergrund die geistig-spirituelle Welt hat. Und die Herausforderung es ist, herauszufinden, wo lege ich den Fokus drauf und wo suche ich mein Glück zu finden. Und doch gehört spirituelle Welt und materielle Welt zusammen, ist auf mystische Art und Weise verbunden. Die Geschichte kommt man manchmal in den Sinn, wenn ich vor so einem Spiegelsee stehe und jetzt kommt auch noch die Sonne. Fantastico.
Wie ist es möglich, das Richtige zu tun, selbst wenn man weiß, dass es sich nicht rentiert, dass es sich nicht auszahlt im Diesseits, dass es verrückt ist für die Leute, die den äußeren Erfolg wollen, wenn es in keiner Werbeagentur propagiert wird als Erfolgsmodell, sondern einfach nur stimmt in der persönlich gelebten Existenz? Vielleicht lässt sich das in einem antiken Bild verdeutlichen. Um 400 vor Christus wird Sokrates in Athen vor Gericht geladen, weil er vermeintlich nicht an die Götter glaubt und weil er die Jugend verführt. Er hat im Grunde lediglich alle Menschen fragen wollen, wovon sie und wofür sie wirklich leben. Ob sie sich kümmern um das, was gut ist, was in ihrem Herzen angelegt ist, ob sie den Gott von Delphi mit dem Auftrag "Erkenne dich selber" wirklich befolgen oder stattdessen nur Reichtum, Erfolg, äußere Macht nachlaufen. Nun ist die Frage, was wirklich zählt. Die Richter in Athen sind zum Teil korrupt, vorurteilsbefangen, außerstande Recht zu sprechen. Sokrates kann sich durchhalten, weil er sich vorstellt, dass er in seinem Tod nicht stirbt, sondern dass dann ihm überhaupt erst das Licht der Ewigkeit aufgeht und er seinen wahren Richtern gegenübertritt, mythisch gesprochen, dem Minos, dem Rhadamanthys, dem Aiakos, Pritolemus, wie immer sie heißen. Und der sie wiedersehen möchte und wird
mit denen er schon immer sprechen wollte, die Menschen, die als Weise wirklich gelten konnten, mit denen zu lernen, an deren Seite Neues zu gewinnen, welch eine Schönheit, dann sterben zu dürfen. Es führt dahin, dass man sich durchhält jetzt. Und anders wäre es unmöglich. Sagen wir es noch christlicher, es wäre Jesus nach Golgotha nie gegangen, ohne im Vertrauen darauf, dass er sterben sich geben dürfte in die Hände Gottes. Was ein Mensch ist, steht ganz und gar in den Händen Gottes. Aber dann braucht man angesichts des Todes eine Perspektive in die Ewigkeit. Und die Erwartung, dass sogar wir in alle Ewigkeit hinauslernen dürfen, wer wir sind, jenseits der schattenverwirrten paar Jahrzehnte hier auf Erden. Wir hätten einen Anspruch zu wissen, wofür wir waren und wer wir wirklich sind.